Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit dem historischen Rom, das ein bisschen früher gestartet ist oder das ein bisschen früher beendet wird als das Original oder das historische. Genau, wir sind jetzt fast sogar fertig. Also wir müssen jetzt noch Britannien. Also die zwei Städte oder Provinzen einnehmen. Städte. Dann holen wir uns noch, ja, Magna Germania. Eigentlich nicht, aber eigentlich schon. Also, ja, mal schauen. Gut, dann müssen wir Baktrien wieder rausschmeißen. Armenien holen wir uns. Mesopotamia holen wir uns fertig. Und dann, genau, die eine Stadt noch und das war's dann. Ja. Also Magna Germania, mal schauen. Gut, so, diese Runde bin ich, glaube ich, auch schon komplett fertig. Wo bist du? Was bist du? Wer bist du? Warte, nee. Ja, diese Wolken immer. Warte, du kannst mal hier runterkommen. So, du holst dir neue Einheiten. Du kannst mal hier hinschippen. Ja, machen wir automatisch. Lassen wir frei. Dann segelst du mal dahin. So, gut. Dann Legion 3 hat Skills bekommen, was super ist. Moral für alle Einheiten, der ist 61. Den brauche ich eigentlich jetzt nicht mehr hoch zu skillen, weil das bringt ja eh nichts. Aber egal. Du bekommst noch was. Du bekommst noch... Du bist 48. Das ist noch... gut. Forschung brauche ich nicht mehr. Da sind wir ja in zwei Runden sowieso schon fertig. Du wirst, was wirst denn du? Ja, Stratege, du hast schon Geheimnis plus 8, das ist halt schon heftig. Dann du, was bekommst du? Du wirst auch ein Stratege, das werden ja alles Strategen, interessant. Ja, Kommandanten brauche ich jetzt ja nicht mehr wirklich, weil ich schon alle Einheiten... beziehungsweise, ja, selten noch Einheiten wirklich brauche. Also neu rekrutieren muss. Dementsprechend. Das Schwert wurde gezogen und ist jetzt blutbefleckt. Beendet diese Fehde. Okay, klingt. Euch heute Frieden an. Na. Oder morgen das Schwert. Ja, komm, okay, also, ja, komm. Die haben jetzt insgesamt, glaube ich, 5 oder 6 Mal versucht, mit mir Frieden zu schließen. Das brauche ich jetzt, also die Eidgeschworenen, die machen, also die 4 Eidgeschworenen gewinnen gegen die. Das brauche ich nicht zu versuchen. Da, oh, die haben nur geplündert. Mein Volk möchte... Nö. Ich hol mir noch 2 Länder von dir oder 2 Städte von dir und danach können wir über Frieden verhandeln. So. Gut. Also. Ja, über Britannien-Feldzug habe ich ja vor paar Runden schon ein bisschen detailreicher erzählt, über zum Beispiel den Untergang der 9. Legion. Und ja, was interessant ist, ist zum Beispiel, dass also warum Rom so große Schwierigkeiten hatte, ist, oh, Jerusalem hier wird auch überrannt. Ja, der hat ja viel zu viele Fernkämpfer, das kann ich vergessen. Aber meine Legion ist ja vor den Toren.
Genau, das Problem war, also jedes Mal, wenn die Römer es geschafft haben, die feindlichen Armeen zu binden, beziehungsweise in eine, das können wir eigentlich spielen. Die britannischen Armeen eben in eine Schlacht zu zwingen, haben die Römer natürlich gewonnen. Also einige Male sehr, sehr knapp, aber sie haben immer gewonnen. Und dann war eben das Problem, wie wird man gegen eine Übermacht fertig? Und das hat zum Beispiel in der modernen haben das die Vietcong sehr gut vorgemacht, also Vietnam gegen Amerika. Und zwar haben die sehr erfolgreich gegen die gewonnen, indem sie einfach Guerilla-Taktiken gestartet haben. Und das ist halt auch so eine Sache. Einfach eine Nadelstichtaktik zu machen. Und dann ist man meistens so weit, dass man gewinnt. Weil die Versorgungs Linien der Feinde waren eben so krass verschoben, auseinandergezogen. Und dementsprechend konnten die britannischen Einheiten einfach durchflutschen. So, jetzt wollen wir mal schauen. So. Unterstützungsschiffe bereit! Unser General wird angegriffen! Unterstützungsschiffe bereit! Oh fuck. Oh, mein General wurde voll gebumst. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unser General ist gefallen. So, jetzt müssen wir mal hier klar Schiff machen. Haha, Schiff. Na komm. Verdammt. So. Gut, das ist schon mal eine gesamte weg. Einheit ist umgekommen. Scheiße. Schnell. Oh, gut. So. Der muss den rammen, der muss weiter schippern. Die beiden. Eines unserer Schiffe wird geentert. Müssen hier hin. So, warte, ich schau mal hier. Und die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Ah, der ist schon tot. Gut. Passt. So, ja, war. Ja, das mit dem General war ein bisschen blöd. Aber ey. Naja. Passiert. So. Ja, jetzt kann ich sogar die
die Stadt einnehmen. Das ist ganz praktisch. So. So, jetzt geht's weiter. Ich bin mal gespannt, wann die anderen dann wieder versuchen, Frieden zu schließen. Wie gesagt, wenn ich Britannien eingenommen habe und Massilia. Das sind schwächliche Hunde. Oder Armenien, meine ich. Wir ihnen vor dem nächsten Dann habe ich sowieso schon gewonnen. Das ist ja dann die Siegesbedingung. Aber ganz ehrlich, ich habe noch kein Spiel gehabt, in dem ich... Gute Arbeit. Rom braucht neue Einheiten in seinen Armeen. Schnauze. Korruption, Erpressen... Weißt du, es ist nicht immer leicht für den Senat, die Provinzgouverneure zu überwachen. Manche, wie dieser Mann, missbrauchen ihre Position. Wie soll hier vorgegangen werden? Strafe? Ein ehrenhafter Tod, Admiral, sabotiert, Umsturz, Tochter wird erwachsen, natürlicher Tod, natürlicher Tod. Natürlicher Tod in der Not. So, der bekommt hier den Push. So. Gut. Dann wird hier wirtschaftlich, dann da, das da, dann da, das da, dann da, das da, das da, das da. So, du bekommst eine Tradition. Erfahrungsrang, Strafe durch Piraten, Bewegungsreichweite, Zustand für alle Schiffe, das ist geil. Nahkampfabwehr, Geschossreichweite. Zerstörer. Ja, okay, das ja. Das ist schon gut. So. Ja, sind die wieder zurückgerudert? Könnte sogar sein. Jetzt ist die Frage, was ich mache. Ob ich das da wieder einnehme? Dann wird er wahrscheinlich hierhin marschieren. Hier ist ja auch noch Saba. Apropos. Dann nehme ich das ein. Das können wir automatisch machen. So. Sehr schön. Und da mache ich mal einen Krieger draus. So. Genau. Ja, hier marschiere ich einfach ungehindert weiter, würde ich sagen. So. Jetzt hab ich Mesopotamia. Ja, nice. Das da. Diesen hier, diesen dort, diesen weg und diesen da. So, Susa, komm mal her. Gut, hier hole ich mir das oben. Ja, ist auch automatisch. Nice. Die ist schon... Angriffsbonus für alle an Dingsen ist gut, aber ich mach das da. So. Das wird Militär. Das mache ich hier. Diamant habe ich schon. Hier mache ich das da, hier mache ich das da, hier mache ich gehöft. So.
Armenien habe ich, Mesopotamien habe ich, Syrien habe ich wieder zurück. Jetzt muss ich das da wieder einnehmen. Könnte wirklich gut sein, dass er dann nicht hier hingeht. Aber ja, dann ist es halt so. So, warte, dann nehme ich hier einfach einen feindlichen General, der hier ist, und der holt sich... Oh, verdammt, kann er nicht. So. Gut. Ich kann ja hier die Flotte nehmen. Die tuckert hier sowieso nur rum. Und ja, hier aufräumen. Dann nehme ich diesen da, hol mir die Stadt. Und dann habe ich eigentlich schon gewonnen. Super. Ein Tempel und das da, und du bekommst das da, und ein Templi, du bekommst das da, Fischer. Ah, Pantheon. Hä? Wieso kann ich da ein Pantheon bauen? Geil. Wieso kann ich da ein Pantheon bauen? Ah, lass mich raten, die hatte... da sind ja welche... Da sind ja welche böse. Interessant. Ich meine, die haben sich eingebunkert, das ist nicht so gut. Wo sind meine Spionen? Hey, Wolken, geh weg. Ah, lass mich raten, die Spionin ist gestorben. So, dann hole ich mir eben eine neue Spionin. Das Blöde ist, die kann er jetzt nicht mehr töten. Was machst du hier? Der hat sich auch eingebunkert. Ah, genau. Kannst du da bis dahin? Nee, kannst du nicht. So. Ich könnte hier jetzt mal nochmal eine Schlacht machen. Und dann nächste Runde. Nächste Folge, meine ich. Ja, beende ich das Let's Play. Gut. Dann let's fight again. So, was hier schwer ist, ist natürlich immer die Türme. Die sind natürlich immer ein bisschen nervig. Schnee, das ist doch schön. Stationäre benötigen mehr Zeit, um sich vor Erschöpfung zu erholen. Egal. Schnee ist schön. So. Natürlich für die Soldaten war Schneekampf eigentlich selten, also sehr selten, eigentlich fast nie. Wieso? Eigentlich, ja, eigentlich wirklich nie, weil, ja, wobei, also nie stimmt nicht, weil es gab auf jeden Fall Feldherren, die hyper motiviert waren und dann wirklich, die Armee schon im Winter losgeschickt haben. Das kam aber nicht häufig vor, dass einer Legion im Winter losgeschickt wurde, weil die Ernährung und so weiter, die war halt sehr viel schwerer als wenn sie im Frühling oder Sommer losgeschickt worden wäre. Genau, so viel dazu. So, vorspulen würde ich sagen.
Das ist ein Nubi, ne? Ja. So, dann mache ich mal den Eingang ein bisschen breiter. Das ist halt echt krass, wie viel Schaden die Türme machen. Das ist halt, ja. Nicht ganz so cool. So, dann versuche ich mal den Turm zu plätten. So. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Mutige Römer bis zum letzten Mann! Wir erwarten eure Befehle! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Der Raum geht hier hin. Und die versuchen hier durchzubrechen. Oh. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. So, du gehst dahin. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Wo denn? Achso, die wurde noch erschossen. Okay. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht.
uns dahin. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ist jetzt nicht ganz so super. Unsere Feinde haben einen Turm eingenommen. Unser General wird angegriffen. Ja, natürlich wird er jetzt angegriffen. Gut. Die Römer sind bereit, ihre Pflicht zu tun. So. Bereit. Domine Hele. Extemplo. Geschossen, Batterie. Da kommt Kavallerie. Zum Befehl. Jupiter gibt uns Kraft. Zum Befehl. Römer. Der, der wird halt immer noch angegriffen. Scheiße. Zurück! Zurück! Seht euch zurück! Die Legionärskavallerie! Die Römer sind bereit, ihre Pflicht zu Nahkampftruppen erfassen. Befehle! Domine! Mutige Römer, bis zum letzten Nahkampf! Ich geh mal da rein hier. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Angriff! Angriff! Die Römer sind bereit, ihre Pflicht zu tun. Wendet sich zu unserem Gunsten. So. So, jetzt haben wir's. Oh Mann, das war ein knapper Sieg. Ah, diese Türme. Die haben 300 von mir gekillt. Quasi ein Drittel. So. Ah, zwei sind gestorben, das ist ein bisschen blöd. Schade, schade, schade. So, aber der bekommt, der wird ein Krieger. Gute Neuigkeiten. Jupiter hat. Jupiter kann mich mal. So. Öffentliche Ordnung. Wieso habe ich den. So. Geschossschaden und Waffen. Ja, das ist besser. Wie alt ist der? Ah. Gegen barbarische Dinger kann man ja mal machen. So, du kommst nirgendwo hin. Du bist ja mein Kaiser. Sammeln, aktivieren. Neuer Aufschwung. gut. Und dann. Genau. Machen wir nächste Runde alle platt. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye. See ya.
müssen bestraft werden!